Wir begrüßen Sie aus dem Gornstadt, dem Meknes. Ein historischer Tag, die erste afrikanische Mannschaft in einem K.O.-Spiel und es ist der Gastgeber, es ist Marokko. Das ist tatsächlich geschafft hat, die Gruppe zu überstehen vor Kolumbien, vor Russland. Gruppenerster wurde, heute auf Belgien trifft. Sie wollen das Märchen weiterschreiben. Alles ab jetzt ist Bonus, hat der Trainer, hat Hervé Renard ganz klar gesagt. Mal schauen, wie weit es geht für diese Gastgeber. Wir freuen uns zunächst auf die beiden Hymnen. Reicht die Kraft eines Gastgebers aus, um eine Top-Mannschaft, eine nächste Top-Mannschaft zu besiegen? Diese Elf will es probieren. Marokko mit Munir im Tor, Dreierverteidigung, Saiz, Benatia, Da Costa, davor das Vierer-Mittelfeld, links Labiat, Ziyech, Bouadous, Amrabat. Es ist mit das Beste, was Trainer Hervé Renard aufstellen kann und er will gegen diese Mannschaft den nächsten Erfolg feiern. Belgien verändert. Bringt zum einen Lukaku in die Spitze für Benteke. Zum anderen wird Meunier auf der rechten Seite in der Verteidigung erwartet, statt Alderweireld. Dort also die beiden tauschen nach dem 0:2 gegen Schottland, als man ja, den Gruppensieg verspielte. Jetzt statt Russland, Marokko. Klar, die Gegner sind eigentlich für eine Mannschaft mit Champions League erfahrenen Spielern auch keine Namen. Aber die Marokkaner wollen es wirklich wissen. Boussoufa, Hazard, zwei Mittelfeldstrategen beider Seiten. Und dann freuen wir uns drauf auf einen hoffentlich tollen Fußballabend hier in Marokko in Meknes. War mal Hauptstadt, eine der vielen ehemaligen Hauptstädte des Landes. Es geht los, Belgien in Gelb, Marokko in den rot-grünen Trikots, will die Geschichte weiterschreiben und die erste Mannschaft im Viertelfinale sein. Gab es bei einer WM erst dreimal, 90 war es Kamerun, 2002 der Senegal und 2010 Ghana, 2015 beim Weltpokal. Keine afrikanische Mannschaft in den K.O.-Spielen. Und bei diesem Turnier gibt es zwei Möglichkeiten. Auch Ägypten wird gegen Deutschland noch seine Chance bekommen. Ziyech, gut den Ball festgemacht. Ziyech, Labiat, abgelaufen von Kevin De Bruyne, erster Vorstoß der marokkanischen Mannschaft. Ziyech auf der linken Seite ist sicherlich ein entscheidender Spieler zusammen mit Amrabat und El Ahmadi. Boussoufa. Ziyech gegen Meunier. Erstes Duell gewinnt Meunier, gibt aber Eckstoß für Marokko. Courtois mit einem gehaltenen Elfmeter im ersten Spiel gegen Vidal. Nicht schlecht gespielt bisschen, aber zwei zuletzt bei Standards. Das kann die Stärke sein, die Marokko ausspielen kann. Gegen Schottland hat Belgien zweimal nach einem Eckstoß das Gegentor bekommen. Zweimal einen Kopfball. Sie wissen also ganz genau, Standards provozieren, Freistöße, Ecken erspielen und es dann genauso geschickt lösen wie die Schotten, die wir übermorgen sehen im ersten Achtelfinale gegen Russland, heute Abend noch Polen gegen Serbien. Da wird der Gegner herkommen. Für den Sieger dieses Spiels. Reise geht dann weiter in Casablanca im Finalstadion. Aber noch schauen wir auf das, was hier passiert. Witzel, Lukaku, De Bruyne und Lukaku. Erster Kopfball, aber das ist kein Problem für einen bis hierhin richtig starken Torwart. Der Marokkaner Meunier
besonders im ersten Spiel gegen Kolumbien mit Glanztaten. Sie hoffen auch auf ihn, auch darauf, dass die Stürmer, dass diese tolle Offensive Lukaku, Hazard, De Bruyne an ihm verzweifeln wird. Dembélé reingekommen gegen Kamerun, gegen Schottland, aber längst nicht so stark gespielt. Es gibt Abstoß für Munir. Von Numancia, zweite spanische Liga, letztes Jahr dort Sechster geworden, hat das Duell im Tor gewonnen gegen einen weiteren in Spanien spielenden, Yassin Bonu, und Ahmed Reda Tangnauiti, der spielt hier in Marokko noch in Tanger. Ziyech. Lukaku, schön gespielt, Vertonghen für De Bruyne. Volles Risiko bei Kevin De Bruyne und fast das erste Tor für Belgien. Schuss war knapp vorbei, mutig von De Bruyne, eine erste gelungene Aktion, weil außen Vertonghen sich durchsetzen kann. Der Linksverteidiger weit vorne. Boussoufa. Ball nicht im Aus. Bei Amrabat. Oh, Courtois. Gerade so dran vor Hakim Ziyech. Flanke war richtig gut. Gefährlich, weil Courtois kaum rankam. Und mit viel Glück den Ball nach vorne abwehren konnte. Benatia vor Lukaku. Labiat. Boussoufa. Boussoufa. Meunier. Witzel. Bekommt Platz, aber klasse verteidigt von Boussoufa. Sofort wird laut hier in Meknes. Bouadous. Labiat. Zuspiel auf Ziyech. Verpasst Da Costa. Saiz. Benatia. Ein Spieler vorbelastet bei den Marokkanern aus dem zweiten Spiel. Das ist Innenverteidiger Saiz. Belgien kam bisschen ohne Karte aus, könnte also aus dem Vollen schöpfen in einem möglichen Viertelfinale. Benatia. Ja, mit einem schrecklichen Wippers. Lukaku, Nainggolan. Vorne ist Dembélé. De Bruyne müsste jetzt Nainggolan schicken, genauso gespielt. Und Hazard steht ganz frei. Hazard mit der Chance. Klasse gehalten von Munir. Nachschusschance vergeben. Eine Wahnsinnsmöglichkeit. Aber auch eine klasse Parade von Munir. Dembélé dann mit der großen Chance für Belgien. War das eine Möglichkeit? Und Marokko bekommt nicht viele Gegentore. Eins gegen Kolumbien. Eins gegen Nordirland. Kopfballtor von Lafferty. Einmal Falcao durchgelassen. Ausgangspunkt war der Fehlpass von ihm, von Nabil Dira. Schon wieder nicht gut gespielt. Labiat. Meunier. Und Ziyech.
Sie wirken ein bisschen nervös, weil sie wissen, dass alle denken, die Reise kann jetzt bis ins Finale gehen. Hazard. Halbe Stunde gespielt. Belgien hat ein wenig die Kontrolle übernommen. De Bruyne beim Eckstoß. El Ahmadi. Kommen gerade nicht wirklich raus. Boussoufa. El Ahmadi. So, Dira, dritter Versuch. Ball kommt dann bei Boussoufa, El Ahmadi. Bouadous, immer in der Startelf. Und dann hat es geklappt im letzten Spiel gegen Russland. Labiat für Amrabat. Vertonghen ist da. El Ahmadi, Ballverlust. Und immer wieder über die rechte Seite mit Meunier, der sich prächtig hineingefunden hat in die Mannschaft. Alter Werelt für meine Begriffe sogar ein wenig übertrifft in seinen Aktionen. Gute Pässe nach vorne für De Bruyne. Das war schon die stärkere Seite, zumindest im Spielaufbau in den ersten drei Spielen. De Bruyne unglaublich ballsicher gewesen gegen Kamerun vor allem. Da gab es kaum Fehlpässe, kaum verlorene Bälle vom ehemaligen Wolfsburger. Aber er hat einen großen Gegenspieler. Da wartet am Ende immer Marokkos Kapitän Mehdi Benatia. Bouadous. Amrabat. De Bruyne, Ball behauptet gegen Labiat. Nainggolan gegen Da Costa. Flanke kommt durch. Meunier. Vor Dembélé und Axel Witzel. Nächster Fehlpass. Dembélé. Lukaku. Witzel. Witzel. Fuß reingestellt. Romain Saiss. Chance entschärft, aber die Fehler, und ich schaue zur Seite zu Hervé Renard, die Fehler sind im Moment doch ein wenig zu krass bei Marokko. Das haben wir so in den ersten drei Spielen nicht gesehen. Da war das alles doch ein wenig befreiter, ein wenig leichter zu sehen. Klar ist der Anspruch gestiegen. Man will es jetzt auch irgendwie Runde für Runde weiterbringen, aber im Moment droht ein wenig das Ganze hier schief zu gehen für den Gastgeber Vertonghen. Belgien hat sich noch nicht belohnt. Lukaku. Dembélé. Oh, Witzel. Passt zu viel. Da Costa. El Ahmadi. Wichtiger Ball. Labiat. Bouadous. Entlastung für die Verteidigung und die Chance vorne mal Richtung Ziyech zu spielen. Bouadous hinter Vertonghen. Einwurf Labiat. Gleich ist Halbzeit und ich glaube, die wird Hervé Renard auch dankend annehmen. Bouadous. Boussoufa, so vielleicht! Da ist die Chance. Der erste Abschluss für den Gastgeber durch Boussoufa. Courtois muss rangehen. Hätte gepasst, wäre das Tor gewesen. Er ist stark gewesen bis hierhin bei diesem Turnier, Thibaut Courtois. Und zeigt es auch hier gegen Boussoufa. Erste Chance, erstes Zeichen, wie Marokko auch dieses Spiel überstehen kann. Ecken haben wir angesprochen. Und Ziyech kann tolle Flanken schlagen. Courtois
Ecke war nicht schlecht, aber da hat natürlich Courtois auch mächtig Vorteile in der Luft mit seiner Größe. Da Costa. Dira. Halbzeit in Meknes und wir sind gespannt auf die zweiten 45 Minuten. Das Spiel kann natürlich auch noch länger dauern. Stand jetzt gäbe es ein spannendes Finish hier in diesem ersten Achtelfinale. Belgien hat es nicht geschafft, seine klaren Vorteile auszuspielen. Marokko hat eine weitere Halbzeit gewonnen und wir sind gleich wieder da mit Durchgang 2 in Meknes. Marokko gegen Belgien.